liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch und ich mache ein Video zum Thema Ausbildung. Denn ab 1.8. geht es bei mir selber wieder los. Meine letzte Ausbildung ist schon fast 3 Jahre her und jetzt mache ich nochmal 3 Jahre eine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft. Und damit ihr auch den ersten Ausbildungstag übersteht und die erste Ausbildungswoche, möchte ich euch ein paar Tipps aus Erfahrung geben. Viel Spaß! Für mich war damals Vorbereitung alles. Legt euch schon mal alles bereit, was ihr den nächsten Tag braucht. Seid auf jeden Fall an eurem ersten Ausbildungstag pünktlich oder vielleicht sogar eine halbe Stunde eher da, falls ihr nicht wisst, wo die Umkleiden sind. Wenn es euch natürlich möglich ist. Fragt dann am besten so viel wie möglich eure Arbeitskollegen, wie der Ablauf so ungefähr ist, wie die Pausenzeiten sind, wie es mit dem Feierabend so abgeht. Am besten sofort fragen, wenn Fragen aufkommen. Stellt euch bei allen Kollegen, die ihr an dem Tag kennenlernt, korrekt vor. Vor allem Siezen ist ganz wichtig. Gewöhnt euch am ersten Tag auf jeden Fall schon mal an die Betriebsabläufe. Erschöpfung ist nach dem ersten Tag oder während des ersten Tages völlig okay und völlig verständlich. Vor allem, wenn es eure Erstausbildung ist. Nach dem ersten Tag kannst du dann dich und deine Arbeit besser einschätzen. Auch wenn der erste Tag gelaufen ist, weitere Fragen sind absolut wichtig. Lass dir von deinen Kollegen auf jeden Fall Tipps geben, aber sei auch aufgeschlossen für Kritik. Frage bei deinem Vorgesetzten nach einem Feedback und nimm dir auch das Schlechte an. Ich war bei meiner Erstausbildung vor meinem ersten Tag mega aufgeregt, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und war dann nur von Kaffee abgefüllt. Aber ich war halt damals noch sehr schüchtern und so ist der Tag auch halb so gut verlaufen, denn ich war halt ziemlich ungesprächig und habe mir so vieles nicht getraut. Aber ich habe ja eh an dem ersten Tag, was auch auf euch zukommt, den Betrieb kennengelernt. Dann irgendwann oder vielleicht schon am Anfang geht es ab in die Schule. Ein Block und ein Kalender reichen am ersten Tag völlig aus. Wenn du vorhast, einen großen Ordner anzulegen oder es euch ans Herz gelegt wird, würde ich vielleicht in den nächsten Tagen oder sogar schon am ersten Tag die Trennblätter für den Ordner mitnehmen. Keine Panik vor neuen Schulkameraden, denn ihr habt doch alle dasselbe Ziel. Aber am ersten Tag in der neuen Schule hatte ich auch mega Panik und war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und ich außerdem 1,5 Stunden Fahrtweg hatte und nicht jeden Zug verpassen wollte. Ich bin das erste Mal alleine nach Leipzig gefahren mit dem Zug. Ich hoffe, meine Tipps haben euch ein wenig geholfen für euren ersten Ausbildungstag in der Erstausbildung oder wie bei mir in der Zweitausbildung. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Ferienzeit, wenn ihr die habt, Urlaub oder weiteres. Und ab 1.8. geht es bei mir los. Ich weiß nicht, wann es bei euch losgeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Viel Erfolg und das war's von der Sarah aus Dessau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Teilt es ganz viel mit euren Freunden, die jetzt vielleicht auch eine Ausbildung machen. Und lasst mir vielleicht ein Abonnement da. Das war's von der Sarah aus Dessau. Tschüssi!